Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und heute mit dem Orakel Dortmund gegen Paris in der Champions League Hinspiel. Ich tippe mal auf ein 1:2 für Paris. Aber vielleicht irre ich mich auch. Bin mal gespannt, was ihr so tippt. So. Dann überspringen wir das hier mal, sonst dauert das so lang. Und auf geht's. Ich bin mal gespannt. Dortmund ja in der Bundesliga gegen Leipzig verloren. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Spannend, interessant und es ist eins klar. Menno. Und so tritt der BVB heute also an. Da könnte sich was anbahnen jetzt. Okay. Eigentlich gut gedacht, aber es fehlt einiges. Buh. Haben die Buh gerufen? Für wen? Ich glaube, gegen Dortmund. PSG hat sehr schön. Gerade mit vielen Stars, vielen Superstars. Das ist nicht immer leicht, die dann auch zu trainieren. Menno. Ja, Coach bei PSG, das ist schon ein Traumjob. Aber du musst eben auch Erfolge holen, sonst wird es schnell eng. So ist das nun mal bei absoluten Spitzenclubs. Nein, so nicht. Komm, gib mir den Ball. Lucas Hernandez. Kylian Mbappé ist ein sehr erfolgreicher Spieler, von dem dürfen wir auch weiter viel erwarten. Er ist auf jeden Fall einer, der am Ball. Ja, ob beim Mbappé jetzt mal zu Real Madrid wechselt. Moment, jetzt könnte es gleich krachen. Gehalten, stark gemacht. Scheiße. Verdammt. Also bis jetzt, ja. Geht's eigentlich. Gut geklärt. Malen. Oh, Malen. Lauf doch. Jetzt ist der Platz da. Und da klingelt es zum ersten Mal in diesem Spiel. Malen zum 1:0 für Dortmund. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Sehr schön. Und dann dieser stramme Schuss. Ja, was willst du da noch machen? Der ist nicht zu halten. Was willst du da noch machen? Gar nichts willst du da machen. PSG ist hinten. Schauen wir mal, wie sie jetzt auf diesen Rückschlag reagieren. Ich würde mir wünschen, Bayern gegen Dortmund im Finale. Sehr guter Einsatz. Wer würde sich dort nicht wünschen, oder? Also für Deutschland. Mbappé. Ey. Bleib weg, Mbappé. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Jetzt schießt er. Der Ball war nicht platziert genug. Oh nein. Oh, ich hab es kommen gesehen. Ich hab's kommen gesehen. Ja, der Schuss jetzt. Ui. Aber die Chance lebt noch. Oh, was mach ich denn? Der Ball fliegt über das Tor. Dabei sah der Schuss zunächst ganz ordentlich aus. Brand. Brandgefährlich. Das ist der Malen. Da ist die Flanke ins Zentrum. Ach, schade. Donnarumma. Der Donnarumma. PSG war hier in den letzten Minuten bei der Ballbesitz. Komm. Stärkere Mannschaft. Und auch Chancen holen sie immer wieder raus. Also ich muss sagen, der Ausgleich liegt in der Luft. Auch jetzt haben sie wieder den Ball. Sie Ausgleich liegt in der Luft. Ist es das jetzt? Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt Halbzeit. Durch. Das war's für diese erste Hälfte. Wir hören den Pause. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt geht's weiter. Jetzt mit Paris. Oh. PSG ist knapp hinten. Die Aufgabe ist also klar für diese zweite Hälfte. Mal gucken, was ich hier mit Paris leisten kann. Sie lauern auf den Ausgleich. Mbappé. Lassen den Ball laufen. Aber kein Foul, alles richtig gemacht. Kretsch Hummels. Chance für Mbappé. Nein! Oh, da haben sie natürlich Pech gehabt.
Eigentlich genau richtig. Warum mache ich dann Heber? Ich Depp. Aber dann fehlen Zentimeter. Ach. Warum mache ich da einen Heber? Ich wollte eigentlich einfach nur einschieben. Wow. Da sehen wir den Ballverlust. Marcel Sabitzer. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Könnte der Ausgleich sein. PSG mit dem Ausgleich. Alles wieder offen. Okay. 1-1. Durch Mbappé. Unwiderstehlich drischt er den Ball hier ins Tor. Ein Strahl. Also dafür brauchst du schon einen Strahl hat er gemacht. Ach, durch die Beine. Das ist natürlich bitter. 1-1, wieder unentschieden. Hätte er die Beine nicht breit gemacht? Ja, man sollte nie die Beine breit machen. Egal für wen. Versuch's einfach mal, kein Tor. Ah, der Winkel war spitz. Brand nicht gefährlich. Lukas. Lukas. Das ist Marquinhos. Ashraf Hakimi. Ashraf. Nico Schlotterbeck. Dem schlottern jetzt die Beine, Alter. Schlotter die Beck. Der wäre mal lieber in Freiburg geblieben, Alter. Das ist Emre Can. Ach nee, wer soll's denn sonst sein? Ganz sicher. Oh, Brand. Geht den Einwurf weiter. Sancho raus. Sie wechseln aus. Adiemi, oder? Vitinha. Mbappé. Ist er so langsam oder? Warum ist er so langsam, der Typ, Alter? Da machen sie nichts aus dieser Szene. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Gut gehalten, weiter gefährlich. Angriff beendet. So stopp, jetzt genau hinschauen. Oh. Alleine durch. Nein. Kobel hält. Unglaublichen Parade, das war sensationell. Gregor Knobel. Sie wechseln aus, Marco Reus wird gehen. Chance vergeben, der Ball geht vorbei. Was mache ich da? Verdammte Scheiße. Komm. Ist nicht mehr lange gekommen. Ich will wenigstens noch. Neigt sich dem Ende entgegen. Oh, Mensch. Jetzt Hummels am Ball. Hummels? Borussia kommt noch mal. Ich bin mal gespannt, wie lange der noch macht. Ist auch nicht mehr der Schnellste. Nein, der pfeift ab. Und wir haben ein Unentschieden. Okay, 1-1. Könnte vielleicht auch passieren. Aber ich glaube eher, dass... Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt auch Dortmund Gas in der Champions League, weil sie ins Finale wollen. Könnte möglich sein. Würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.